Herzlich willkommen zum Mürztal aktuell. Heute Vormittag hätte am Brugger Hauptplatz ein sogenannter Flashmob der Summery Dancers stattfinden sollen. Aufgrund des Schlechtwetters wurde dieser jetzt auf Donnerstag, den 17. April um 11.30 Uhr verschoben. Unter dem YouTube-Link Flashmob Summery Regler kann man sich auf die Choreografie anschauen. Infos gibt's auch unter der Nummer 0676 38 048 01. Also Donnerstag 11.30 Uhr Flashmob mit den Summery Dancers auf dem Brugger Hauptplatz. Von der Unterhaltung nun zur Politik. Die ÖVP Brugg-Obereich hat in einer Telefonumfrage die Wünsche und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der neuen Fusionsgemeinde Brugg erkundet. Das Resümee ist recht interessant. In einer Pressekonferenz hat man von Seiten der ÖVP bekundet, am Brugg neu intensiv mitzuarbeiten. Man hat auch schon Ansätze bei den Bürgerinnen und Bürgern festgestellt. Und wir haben bei einer Telefonumfrage, aber auch bei einzelnen Gesprächsrunden mit Bürgern festgestellt, dass die größte Sorge und der größte Wunsch der Brugger und aber auch der Obereicher ist die Belebung der Wirtschaft in der Stadt Brugg an der Mur und Umgebung. Mehr Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, Betriebsansiedelungen. Das ist bei über 80% der Menschen ein wichtiges Thema, das wir umsetzen wollen. Gerade Neugründungen und Betriebsansiedelungen seien in Brugg nicht gerade einfach. Hier müsste zentralisiert werden. Ja, und vor allem sollte man es auf eine Schiene stellen, nicht vier Ansprechpersonen, eben für Neugründer, für Menschen, die einen Betrieb in Brugg gründen wollen oder ein Geschäft eröffnen. Es ist einfach so kompliziert und das muss doch in zukünftig funktionieren, dass man das in einer Hand bei einer Person hat, die Beratung, welche Gründe, welche Geschäftslokale frei sind, wie es mit den Förderungen ausschaut. Ich denke mir, das wäre einmal keine schwierige Übung, über die man sich als neue Stadt trauen sollte. Auch das Stadtmarketing solle effizienter aufgestellt werden und die Politik muss auch für das Citymanagement optimalere Arbeitsbedingungen schaffen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch über eben Neuerungen, um über gewisse Visionen für die neue Stadt nachzudenken. Ich glaube, dass die Stadt Brugg wirtschaftlich viel offensiver agieren sollte. Es müsste das Stadtmarketing wiederbelebt, neu organisiert, aufgestellt werden. Brugg sollte sich eine eigene Position überlegen und schaffen, im Verhältnis zu Kapfenberg und zu Leoben ein eigenes Profil finden und darauf dann seine strategischen Überlegungen ausrichten und vor allem ganz gezielt auch in die Ansiedlung von jungen Betrieben, von Gründern, jetzt nicht nur im Handel, sondern quer durch alle Sparten neue Aktivitäten setzen. Schmölzer betont auch, dass man von Seiten der ÖVP die Stadt keineswegs schlecht reden will, sondern lediglich Ansätze zu einer gediegenen Zusammenarbeit in der Zukunft vorlegen will. Na, wir wollen die Stadt keineswegs schlecht reden. Brugg ist eine sehr schöne Stadt, hat eine funktionierende Infrastruktur, ist auch vom gesamten Erscheinungsbild sehr schön. Nur die wirtschaftliche Dynamik ist in den letzten Jahren etwas geschwunden. Es zeigt sich ja nicht nur an der Innenstadtsituation, sondern auch darin, dass insgesamt relativ wenig Zuwachs an Betrieben in den letzten 10 Jahren nach Brugg gekommen ist. Ich glaube, wenn man hier eine neue Offensive setzt, Gründer zu bekommen, junge Betriebe, Absolventen der Universität oder der Hochschule und denen mit einem guten Angebot entgegengeht, könnte da durchaus ein neuer, frischer Wind auch in diesem Bereich einziehen. Neue Besen kehren gut. Das hat man sich zumindest auf die Fahnen der ÖVP-Stadtorganisation geheftet. Die Zukunft wird zeigen, ob hier ein Miteinander aller möglich ist. Im Sportzentrum Kriglach gingen kürzlich die österreichischen Staatsmeisterschaften für Luftgewehr, Luftpistole, Luftpistole fünfschüssig und laufende Scheiben über die Bühne. Zahlreiche Akteure fanden sich ein, um einen Titel zu erringen. Das Sportzentrum Kriglach war vom 10. bis 13. April Austragungsort der österreichischen Staatsmeisterschaften und österreichischen Meisterschaften im Luftgewehr, Luftpistole, laufende Scheibe und Luftpistole 5 Standards. Gleichzeitig stand aber diese Veranstaltung auch unter dem Zeichen 135 Jahre Steiermärkischer Landesschützenverbund.
Und weshalb diese Staatsmeisterschaft in Gregiach stattfindet, erklärt uns Hofrat Dr. Gerwald Schmeid, Landesoberschützenmeister, folgendermaßen. Wir haben im Jahr 2009 eine hervorragend organisierte Landesmeisterschaft in den Luftwaffenbewerben gehabt und wir sind zuversichtlich gewesen, dass auch hier die Staatsmeisterschaft ordnungsgemäß durchgeführt werden kann und unsere Erwartungen haben sich bis jetzt trefflich erfüllt. Das ist wirklich hundertprozentig aufgegangen, diese Idee dieses Krieglacher Sportzentrums, wo wir wirklich alle Einrichtungen miteinander verbunden haben und letztendlich mit der Verwirklichung dieser Dreifach-Sporthalle ein Sportzentrum einfach geschaffen haben, das einfach für jede Veranstaltung geeignet ist. Wir haben das gesehen im vorigen Jahr mit Opus Thyrie, wir haben das heuer gesehen jetzt mit den Staatsmeisterschaften und ich kann eigentlich nur sagen, dass alle Beteiligten voll des Lobes sind. Da darf ich wirklich ein großes Danke an die Vereine sagen. Wir haben ja im Vorfeld, oder ich habe mit den Vereinen gesprochen, wie sie sich das vorstellen von der Bewirtschaftung her und man muss dazu sagen, man hat da wirklich eine gute Lösung gefunden, dass die Vereine das selber bewirtschaften können, dass es da keinen fixen Wirt darinnen gibt und dass die Vereine auch untereinander zusammenhalten. Große Herausforderung auch für den Kriegacher Schützenverein. Wie läuft's? Sehr gut, danke. Das ist eine super Veranstaltung. Wir haben viele Teilnehmer, viele Zuschauer. Ganz eine Top-Veranstaltung für Kriegach. Wir haben 772 Starter in den Klassen Jugend 1, Jugend 2, Jungschützen, Junioren, Herren, Damen und die Seniorenklassen. Bemerkenswert ist auch die Ausrüstung. Da gibt es für jeden die eigene Ausrüstung. Hose, Jacke, Schuhe, Handschuhe, Kapperl, ganze Zubehör für die Schützen. Das ist eigentlich als Rückenstütze in der Steifigkeit, dass man den Puls wegbringt beim Schießen, wird für jeden Schützen eigentlich gebraucht. Wie muss man sich das mit dem Luftdruck vorstellen? Es heißt ja Luftdruckgewehr und Luftdruckpistole. Das funktioniert so, wir haben da Kartuschen drin mit 200 Bar. Da bringt man ca. so, 200 Schuss regulär aus. Und im Prinzip, es schießt fast jeder schon mit Pressluft. Es gibt wenig Spanngewehre. Ist auch leichter für die Jugend, für die Damen. Ist eine gewaltige Erleichterung in den letzten Jahren mit der Pressluft. Wie fühlst du dich als Staatsmeister? Super, momentan ein bisschen überrumpelt vor dem Ganzen. Ich kann es noch gar nicht glauben. Wieso? Weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich würde schon sagen, dass es gut gelaufen ist. Anstrengend auf alle Fälle. Zumindest jetzt zum Schluss, ja. Ist das dein erster Staatsmeistertitel? Der erste Staatsmeistertitel und das erste Finale bei einer Staatsmeisterschaft. Der darauffolgende Sonntag war für die Jüngsten der große Tag. Auch für die Kriegacher Jugend. Mein Name ist Neuburger Thomas, ich bin seit 2006 beim Schützenverein Kriegach dabei. Ich bin der Schneidhofer Markus, ich bin seit 2010 beim Schützenverein Kriegach und habe bis jetzt da in der Staatsmeisterschaft letztes Jahr in Wien den dritten Platz gemacht und heuer einen Landesmeistertitel. Wir sind eigentlich ganz zufrieden mit unserer Jugend. In der Jugend 2 haben wir in der Mannschaft den dritten Platz gemacht, ganz stark. Mit den Siegerehrungen und Worten des Dankes endeten musikalisch mit der Bundeshymne die österreichischen Staatsmeisterschaften im Luftgewehr und Luftpistole im Sportzentrum Kriegach. Zum Teil war es heute Dienstag recht winterlich. Schnee und Regenschauer dominierten bei teils lebhaftem Wind. Die Tageshöchstwerte recht frostig, 4 bis 9 Grad. Morgen Mittwoch stauen sich weiterhin dichte Wolken und bis zum Nachmittag muss man immer wieder mit Schnee oder auch mit Regenschauern rechnen. Nach Süden zu ist es deutlich freundlicher. Einzelne Regenschauer sind am Nachmittag aber nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind bleibt tagsüber stark, in der Früh kann es an windgeschützten Orten leicht frostig sein. Tagsüber erreichen die Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Es heißt nicht umsonst, April, April, der macht, was er will. In diesem Sinne noch angenehme Abendstunden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.